Und wir haben die Wüste Sinai erwischt. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es da jetzt läuft. Schon ein paar Runden gemacht. Aber das ist alles nicht so einfach. Denn der Modus ist wahnsinnig intensiv. Erstmal hier direkt den ersten Funk holen. Schauen, ob ich irgendwo Gegner gleich sichten kann und mit meiner Panzerbüchse, die eigentlich ein bisschen überdimensioniert ist, aber gleich mal wegmachen kann. Ja, den einen oder anderen Gegner haben wir ja gesehen. Sehr schön. Aber, oh, jetzt muss ich weg. Aber da hat mich die Granate aus meiner Deckung gelockt und dann musste ich auch weiter. So, da oben war noch einer von uns. Da habe ich jetzt schon direkt Schiss bekommen. Oh, der war gut. Da hat er mich schnell gesehen und auch schnell weggemacht. Da muss man ihm lassen. Da hat er gut geschossen. Und der Gegner ist hier schnell dabei, sich hier die Punkte zu holen. Aber es steht mit 11 zu 17 noch recht knapp. Und irgendwie will es gerade nicht so. 73, also 27 bleiben ihm dann noch Rest. So. Kaum habe ich einen. Huhuhu. Intensiv, intensiv. Feind getroffen. Und da kommt aber schon der nächste. Und ihr seht, überall ist hier was. Ist hier jemand? Kommt jemand? Also, das ist schon wirklich einer der intensivsten Modi, die es, glaube ich, für Battlefield 1 derzeit gibt. Zu 25, auch ein wahnsinnig enges Ergebnis bis dato. Gerade wenn man hier so durchläuft wie ich, da kann es schnell passieren, dass man dann auf die Mütze bekommt. Das finde ich unfassbar. Da sitzt mein Teammate oben auf dem Dach und der von da drüben wird nicht zerstört oder nicht getötet oder wie man es auch immer nennen will. Auf jeden Fall das, was ich halt brauche. Ah! Naja, wenigstens noch den einen weggeholt. Mehr ging dann da nicht, dass da auf einmal plötzlich drei stand, hat mich wahnsinnig überrascht. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Aber weiterhin. Verdammt enge Runde. Nein, ich wollte gerade schießen. Mann, jetzt fangen die auch schon zum Snipen hier an. Ist ja unfassbar. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir wollen hier
schnell rein. Oh, und jetzt schieße ich durch diesen Fensterladen. Aber dass mein Mate da sich nicht dem gegenüber wert gefühlt, sondern den da oben in seinem Fenster sitzen lässt, ist schon echt traurig. So, endlich mal mit seinem Scharfschützengewehr besiegt. Erstmal den Punkt holen. Erstmal den Punkt holen. Wir brauchen wieder den Punkt. Schaut gut aus. Ja. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Jetzt hätte ich mir fast das Scharfschützengewehr gern geholt. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. So, und jetzt will ich mal so ein paar Punkte behalten. Aber ihr seht, der Gegner ist hier schon wieder auf der Vorhut. Na, das kann es doch nicht sein! Herrschaftszeiten! Aber, wie gesagt, ich glaube, jetzt gerade habe ich ein bisschen teamdienlich spielen können. Der Gegner hat natürlich da zwei im Verbund zusammenspielend, die beide da, glaube ich, scheinbar ganz guten Job machen, so wie man es beim Gegner sieht. Mein Trupp ist auch komplett aufgelöst schon. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Alle Einsatzziele. Oh. Zum Mäusemelken. Aber ich musste da jetzt irgendwie rein, weil gefühlt von hinten kam auch schon was. Gefühlt natürlich. Mag jetzt natürlich nicht wirklich. Aber ihr seht, ich brauche, muss hier. Ach, gut, ist kein Trupp möglich. Sondern nur dabei C zu spawnen. Und jetzt ist der Gegner langsam aber sicher in Führung gehend und das deutlich sogar. Also jetzt muss man sagen, wird es langsam richtig, richtig schwer. Bis dato war es immer so eine enge Geschichte. C ist wieder am Ding. Sobald man da wegläuft, ist der auch schon sofort wieder in Beschlag. Ja, wir verlieren, das ist leider wahr. Aber erstmal hole ich mir noch hier den Punkt, Dame. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Da hinten ist ein Sniper. Unfassbar. So. Schaut gut aus, dass wir den Punkt wieder zurückbekommen. Vielleicht schaffen wir noch ein Comeback hier in der Runde. Aber ich bleibe hier auf jeden Fall jetzt bei dem Punkt.
Und lass den nicht mehr alleine. Sehr gut. Kommt wieder zurück. Also den Punkt will ich jetzt definitiv verteidigen. Ah! Ich dachte mir doch, dass der da gleich kommen muss. Aber in dem Fall war ich jetzt noch so abgelenkt. Da waren jetzt wieder so 3, 4 Leute. Und klar, kaum bin ich tot, ist der Punkt auch wieder weg. Jetzt packen sie wieder die bösen Sniper aus. Sehr gut, das ist ganz wichtig zum jetzigen Zeitpunkt. Nein! Hat er mir einen schönen Heady gegeben, muss man ihm leider lassen. Das ist mal eine Runde. So knapp hatte ich es hier noch nie, muss ich gestehen. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Nein, und da ist es leider eine Niederlage, aber 99 zu 96, 100 zu 96 dann. Also das war ein enges Höschen, anders kann man es nicht sagen, aber umso intensiver war die Runde auch dementsprechend. Die war wirklich gut und ein Team musste leider verlieren, in dem Fall war es unsere Seite, aber trotzdem glaube ich, kann man mit erhobenen Hauptes hier von dannen treten. Denn da gab es definitiv schon schlechtere Runden. Mal schauen, Battle Pack. Gibt's keins leider. Hab auch erst vor kurzem eins bekommen. Und wir sehen im Trupp oberte Flaggen. Da war ich wirklich ganz schön fleißig. Und dafür, dass wir nur zu zweit in dem Trupp waren, haben wir, glaube ich, uns auch beachtlich geschlagen. Und ich glaube, bald ist Rang 21 angesagt. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auch wenn es mal wieder sehr intensiv war, mal wieder ein bisschen was anderes bei Battlefield 1. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaram.